Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Hallo und herzlich willkommen zum RecuTV Stadtgespräch aus dem Scala in Ludwigsburg. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Maurer Visser ist da von der SGB BM Bietigheim, 130-fache holländische Nationalspielerin. Maurer, schön, dass du da bist. Dankeschön. Die erste Frage natürlich ganz wichtig. Du warst beim letzten Spiel in Rostov nicht mit dabei. Wie geht's dir? Es geht mir auf jeden Fall besser. Ich bin nicht mitgefahren nach Russland. Ich habe Behandlung gemacht und ich hatte Probleme mit meiner Leiste. Und das geht aber besser und ich habe gute Hoffnung, dass ich am Wochenende in Norwegen wieder dabei bin. Weil ihr einfach viele Spiele habt zurzeit, oder? Das merkt man wahrscheinlich schon, dass die Belastung ziemlich hoch ist, oder? Ja, wir haben natürlich 2 Spiele pro Woche und nicht so viel Zeit für den Körper zu regenerieren. Und ja, ich bin auch 31 und dann geht das alles nicht mehr so schnell, aber wir kriegen das schon hin. Zumal du auch eine Europameisterschaft in den Knochen hast mit der holländischen Nationalmannschaft. Du bist wieder mal nominiert worden nach einer Pause. Vielleicht erstmal die Frage, warum war da eine Pause da? War das eine beidseitige Geschichte oder warst du auf einmal nicht mehr so im Blickfeld der Nationalmannschaft? Nein, ich war bei der WM in 2011 in Brasilien das letzte Mal dabei und da sind ein paar Sachen passiert mit der damaligen Trainer und das hat nicht mehr so gepasst und ja, also das ist für mich so lange her, ich will das eigentlich auch gar nicht mehr zurückholen in meine Gedanken. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt im Dezember wieder dabei war und ja, diese zweite Platz, das war für mich schon ein Highlight in meiner Karriere. Ja, du sagst es, der zweite Platz und auch eine der Leistungsträgerinnen gewesen, also du bist wieder da richtig mit dabei. Was war das für ein Gefühl, für sein Land? Ja, also das ist natürlich eine der schönsten Gefühle für dein Land zu spielen und es war für mich auch ganz unerwartet, weil die neue Trainerin Helle Thomsen aus Dänemark damals so schnell einfach da war und sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich noch offen war für ein Comeback oder für die Nationalmannschaft zu spielen und da habe ich eigentlich sofort ja geantwortet und das habe ich auch niemals bereut. Das hat mir so viel Spaß gemacht, im Dezember mit dieser Mannschaft zu spielen. Und ja, jetzt mal sehen, wie es jetzt weiterläuft. Klingt gut. Das ist ja auch so eine kleine Holland-Connection hier in Bietigheim. Du hast noch 3 weitere Spielerinnen aus Holland da. 2 waren dann auch mit der Tess und der Angela mit dabei. Hält man da schon auch zusammen, oder? Ja, ich habe mit Angela auch da auf dem Zimmer gewohnt und das mache ich eigentlich auch immer bei Bietigheim, also das hat sich ganz gut normal angefühlt und ja, nee, das war einfach schön wieder zurück zu sein und die Mädels in der Nationalmannschaft haben auch so einen Drive und wollen alle dasselbe und ja, darin wird man einfach mitgenommen und das war schon wieder vertraut, ja. Kommen wir zur SGB BM Bietigheim. Seit 2015 bist du hier, aber es kommt einem so vor, wenn man viel mit der SG zu tun hat, dass du schon viel länger da bist. Also du warst von Anfang an gleich irgendwie präsent und ein wichtiger Bestandteil auch der Mannschaft. Kommst dir auch so vor, als ob du schon viel länger da bist? Na, ich muss schon sagen, also jetzt bin ich fast 2 Jahre da, aber ich habe mich immer von Anfang an wohlgefühlt hier und ja, wir haben das natürlich aufgebaut in 2015. Das läuft einfach gut und wir werden sehen, was drin ist, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und deswegen hast du dich wahrscheinlich auch entschieden, hier zu bleiben. Du hast den Vertrag um 2 weitere Jahre verlängert, weil du dich einfach hier pudelwohl fühlst. Ja, ich fühle mich wohl und ich habe nicht das Gefühl, dass wir fertig sind hier und das Potenzial ist da, um irgendwas Großes zu erreichen und deswegen will ich gerne hier bleiben. Ja, ich bin auch froh, dass ich verlängern konnte. Du sagst es, ihr habt noch einiges an Zielen, was viele in Handball-Deutschland zurzeit vergessen. Bisher steht noch überhaupt kein Titel auf der Visitenkarte der SGB BM Bietigheim. Da wird immer gesagt, die Mannschaft, die spielt alle in Grund und Boden. Aber ihr seid eigentlich wirklich erst noch am Anfang. Das ist ein Entwicklungsprozess. Du hast gerade gesagt, du bist stolz, da ein Teil davon zu sein. Mhm. In der Liga sieht man das schon, da seid ihr ungeschlagen, dass es gut funktioniert. Aber im EHF-Pokal, da merkt ihr auch, es ist doch noch ein harter Weg, an
die internationale Spitze, oder? Das ist noch, es gibt schon noch was zu tun. Natürlich, es gibt immer was zu tun, aber die Erwartungen sind natürlich hoch und ich denke, es gibt auch schon eine Steigerung im Vergleich mit letztes Jahr, wie wir jetzt an der Tabellenspitze stehen in der Bundesliga. Wir haben auch eine ganz harte Gruppe erwischt im ERF-Pokal, das ist einfach so. Aber ja, wir haben da noch ein Stück Arbeit zu machen. Bei euch unterm Logo steht auch SGBBM Bietigheim International. Ihr seid auch schon eine internationale Truppe. Aber ich glaube, Martin legt sehr viel Wert darauf, du sprichst auch ein hervorragendes Deutsch, dass in der Mannschaft Deutsch gesprochen wird, oder? Also Martin redet auf jeden Fall auch Deutsch in der Kabine und es gibt natürlich viele Leute, die ja, aus verschiedenen Ländern kommen. So international sind wir schon, aber wir wollen auch international irgendwann so dastehen, als Bietigheim ein bekannter Verein aus Deutschland, weil ich denke, in Europa haben wir vielleicht noch nicht so einen großen Namen und das ist das Ziel auf jeden Fall, dass Leute in Europa auch wissen, wer die SG ist. Wie gesagt, 130-fache Nationalspielerin bei großen Clubs auch schon gespielt. Aber wie würdest du das Team in Bietigheim beschreiben? Wenn ich mal beim Training bei euch vorbeigeschaut habt und ihr Trainingsspiele macht, dann ist das ja schon auf einem richtig hohen Niveau, weil ihr auch die Auswechselspielerinnen ein hohes Niveau haben. Ist es das, was auch jeden Spieler stärker macht? Ja, natürlich. Also es ist immer gut, wenn man viele Spielerinnen hat und wir können oft 6 gegen 6 trainieren im Training und das ist natürlich, ja, das kommt am besten an den Situationen, wie es im Spiel ist, dran und deswegen ist das gut, dass wir viele Spielerinnen haben. Ja, ich denke, jeder ist sowieso wichtig in einer Mannschaft und wir müssen das alle zusammen machen und das sagt Martin ja auch immer, dass jeder ist genau ebenso wichtig auseinander. Wie das Verhältnis von Maura Fisser mit Trainer Martin Albertsen ist und was natürlich ihre Ziele sind für die Zukunft, darüber reden wir gleich im zweiten Teil des Regio TV Stadtgesprächs. Regio TV. Herzlich willkommen zurück beim Regio TV Stadtgespräch. Mein Gast ist natürlich immer noch Maura Fisser. Maura, eine sehr lustige Geschichte. Dein Trainer Martin Albertsen war zweimal Trainer beim Verein, wo du auch gespielt hast, in Viborg und in Leipzig, aber ihr habt euch nie getroffen. In Bietigheim hat es endlich geklappt. War er auch ein Grund, hierher zu kommen? Ja, ich habe immer viel Kontakt zu Martin gehabt. Wenn ich in Dänemark gespielt habe, habe ich auch oft gegen ihn gespielt. Und ja, wenn er in Leipzig war, das war noch vor meiner Zeit. Und ja, ich und er war auch froh, dass es jetzt endlich geklappt hat, um zusammenzuarbeiten. Das geht auch alles gut. Wir haben über die Erfolge in der Bundesliga gesprochen. Im Pokal seid ihr auch im Final Four. Das ist natürlich immer spitze. 2 Siege und man hat einen Titel. Also da an so einem Wochenende kann man sehr viel erreichen. Darauf freut ihr euch auch, oder? Ja, das ist schon ein Highlight. Ich war für 3 Jahre dabei, wenn wir in Leipzig, da habe ich noch in Leipzig gespielt, das Final Four hatte. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also das wäre schon toll, wenn wir das hier in Bietigheim erleben dürfen. Es soll ja, also Bietigheim hat sich beworben, die Chancen stehen ganz gut, dass es hier in der Region stattfindet. Wäre auch die Generalprobe für die WM, Bietigheim ist da auch Standort. Denkst du auch schon selber so weit auch an die WM als Nationalspielerin, wenn die in Deutschland stattfindet? Durch das, dass du so viele Jahre in Deutschland gespielt hast, wäre das für dich natürlich auch ein Highlight, oder? Ja, es gibt viele Highlights. Nur Highlights? Nur Highlights. Wir sprechen nur über Highlights. Nein, aber ich versuche das nicht so weit, also nicht so weit nach vorne zu schauen, weil gerade jetzt ist jedes Spiel wichtig und jetzt am Wochenende in Norwegen, aber dann kommt ja THC zu Hause und das ist für uns einer der wichtigsten Spiele, denke ich, diese Saison. Und ja, da müssen wir schon bereit sein. Da kann ich noch nicht denken an die Final Four oder an die WM im Dezember. Das stimmt. Was würdest du sagen, zeichnet euch aus? Ihr habt eine erfahrene Mitte auch, vor allem in der Abwehr, mit den beiden Müllers zum Beispiel. Das ist auch, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel. Aber was zeichnet euch insgesamt aus? Ihr seid auch eine recht schnelle Mannschaft, habe ich den Eindruck. Ja, also ich denke, wir haben mittlerweile was erreicht, dass jeder weiß, ja, was man machen soll, was man leisten soll. Und ja, das klappt einfach so, dass wir erfahrene Leute haben und junge Leute ist auch sehr wichtig und ja, die viele Tore, die wir machen, das zeigt schon aus, dass wir richtig schnelles Handball versuchen zu spielen.
Machen wir noch einen kleinen Ausflug ins Private. Du bist mit Philipp Pentke zusammen. Man kennt ihn auch als Fußballtorwart. Ja. Mittlerweile bei Jahn Regensburg in der dritten Liga, vorher in Chemnitz gewesen. Solche Sportlerbeziehungen, gerade in Bietigheim, die Test ist ja mit Bobby Schagen vom TVB zusammen. Und ja, Nina und Susanne Müller ja auch ein Paar innerhalb von einem Team. Wie kommt es, dass ihr Sportler euch gegenseitig so ein bisschen anzieht? Ich denke, man versteht einander. Also das ist schon was Besonderes, so ein Sportlerleben. Und es ist nicht immer einfach zu verstehen für Leute, die damit nichts zu tun haben. Und ja, ich weiß nicht, das hat einfach so, wenn ich in Leipzig gespielt habe und er in Chemnitz, ja, ist das einfach so gekommen. Und bis jetzt haben wir das auch so hingekriegt, wenn ich hier in Bietigheim war und er in Regensburg. Aber wir hoffen in Zukunft, dass er vielleicht hier in der Nähe einen Verein findet. Wir können ja mal einen kleinen Aufruf machen, vielleicht hat ja einen Verein jemand braucht noch einen Torwart. Genau, aber es ist ja schon ein Aufwand, auch für euch logistisch. Meine, die Spiele sind oft am Wochenende, man sieht sich nicht, Training jeden Tag, aber er ist trotzdem auch oft bei den Spielen gerade unter der Woche da. Ja. Also viele Kilometer werden da runtergeschoben. Viele Kilometer, ja. Wir versuchen das so gut wie möglich hinzukriegen und wir wissen auch, dass es nicht für ewig ist. Und ja, aber es wäre schon schön, wenn wir ja hier in der Nähe beide spielen konnten. Maura, perfekt. Viele Highlights, wir haben es angesprochen, in der MAP-Arena der Doppelspieltag am kommenden Wochenende auch. Da sollten Sie unbedingt mal vorbeischauen, hier in Ludwigsburg in der MAP-Arena gegen RTHC. Hinspiel hat man schon gemerkt, auch ein richtig guter Gegner. Ja. 15 Uhr geht's los, da wäre es natürlich toll, wenn die Halle voll ist und die SG Ladies unterstützt werden. Wir drücken ganz feste die Daumen, damit es was wird mit dem ersten Titel in der Geschichte der SG BBM Bietigheim. Yeah. Meisterschaft und ja, der Pokal wäre natürlich schon mal richtig gut und dann vielleicht im nächsten Jahr international. Maura, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Okay. Das war das RegioTV Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern.